Nachdem wir in der letzten Folge einen riesen Elder, also einen Wächter Ältesten besiegt haben, dachte ich, wir hätten eigentlich das DLC gefunden. Haben wir aber nicht. Gut. Wir haben gestern neue Gimmicks gesehen, wie dass sich zum Beispiel unser Herz da drüben in der Mitte durchteilt und uns dann auf der, also auf der linken Seite angezeigt wird, wie viel Luft wir haben, und auf der rechten, das war das rote, da hatten wir unsere Leben. Richtig cool, wir mussten Luft holen, wir hatten einen Akquisator, mit dem wir Luft bekommen haben. Das war echt mega cool, schaut euch die letzte Folge an, so viel neu, extremst cool. Wir machen direkt weiter. Genau. Das versunkene Monument. Da es das letzte Mal ziemlich, ziemlich schwer war, und wir jetzt schon ein bisschen stärker sind, lassen wir es mal auf der Schwierigkeitsgrad. Wenn wir es nicht schaffen sollten, ist jetzt nicht so schlimm. Was sagt denn uns die Story? Ich bin bereit. Jederzeit. Warum lädt das so lange? Ist das so aufwendig? Die Hallen dieses versunkenen Monuments sind ein Labyrinth, welches von stetig wachsenden Korallen eingeschlossen wird. Inmitten dieses Verlieses befindet sich ein uralter Wächter, der vom Splitter korrumpiert wurde. Hol tief Luft und tauch in dieses Abenteuer ein. Denn niemand ist sicher, solange diese verdorbene Kreatur in der Tiefe lauert. Ja, das klingt schon mal spannend für den Anfang. Bin schon sehr überzeugt. Ich brauche eine Karte. Also, ich habe keinen Akquisator. Ihr seht, links haben wir Luft. Und jetzt lauf. Lauf! Holen wir Lama und wie heißt es, Spooky? Gibt es ein Video drüber, wo wir nur den Lama nannten, wo wir den Lama-Namen gesucht haben? Boah, das wird doch, das wird jetzt schon ultra. Ich sehe es. Nein, wir haben jetzt schon Elder Guardians. Okay, egal. Egal, was hier rumliegt, ist egal. Ich komme später nochmal wieder. Wenn ich nicht die Story machen will. Ey, wir sind jetzt schon wieder fast tot. Das ist doch nicht wahr. Und, ey. Guardians sind auch so eine Sache, gell? Ich komme hier nicht durch. Oh, jetzt gibt es ja auch noch Strömung. Ja, ich würde hier gehen raus. Weil da gibt es eine saftige Kiste. Mit einer Kriegsrobe. Ich glaube, die gibt's aber schon. Dann etwas länger. Where do I have to go? Okay, wir gehen mal hier. Oh, ey. Aber auch die Animation von den Guardian, gell? Diese haben diese Laserstrahlen. Ey, die sind immens gut gemacht. Mojang hat das Potenzial zu so viel. Oh, ey. Und diese Dinger. Die sind schlimm. Die sind am schlimmsten. Und, stimmt, unsere Pfeile unter Wasser liegen nicht so weit. Oh, ich glaube, das war ein Fehler, hier runter zu gehen. Oh, ich brauche Y. Hier, B. Mach die alle mal weg hier. Ziemlich, ziemlich schnell. Ey, das ist so wahnsinnig. Bring mich weg. Muss Schluss. Polarfuchs, komm doch mal mit runter. Komm mit. Nein, da unten gibt es keine Gratis-Pizza, aber Gegner. Und wir alle lieben Gegner. Ich heile mich mal kurz. Hier. Nein, nochmal kurz. Hier Kaffee. Wir merken, dass uns die Luft ausgeht. Nein, lauf. Da, Wasseratmung. Wasseratmung. Das ist Drang der Wasseratmung. Das ist super. Das ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir 30 Sekunden lang. Ey! Ich lauf weiter. Oh. Ey, das ist nicht mehr normal, ey. Was man hier für Künste an den Tag legen muss, ist nicht mehr normal. Kriegt das Lama keine Luft? Oder sind einfach die Gegner so stark, dass sie die ganze Zeit sterben?
irgendwie finde ich, das Ganze wird nicht besser, sondern verschlimmert sich vielmehr. Ja, das war so klar. Oh mein Gott, da schwimmt schon wieder so ein Elder Guardian. Nee, 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 nee. Ah, unsere Bienen sind auch beim Verbessern, falls sich jemand fragen sollte, wo die Bienen sind. Unsere Bienen, die Bienen, die an die Macht wollen, sind Dings. Ich glaube aber auch nicht, dass die Bienen uns unter Wasser was bringen. Aber ist ein klasse DLC. Sehr kurz bis... Ey, das ist unmöglich. Sehr kurz bis jetzt. Aber... Ich finde... Nee, 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 vergiss es. Du lädst dich gar nicht erst auf hier. Nee, geh weg. Nee. Ich kann auch schießen. Ist der noch? Mies. Doch, der hat getroffen. Okay. Okay, okay, okay. Ich bekomme erstens bekomme ich keine Luft mehr. Und zweitens renn! Ach nee, Raider. Bitte gib uns. Was will ich denn mit Brot? Ich will doch kein Brot, ich will Luftblasendings. Dank der Wasseratmung. Die Blitze haben sich auch gelohnt im letzten Part. Nein! Nein! Okay. Jetzt wird's richtig schwer. Wir müssen aufpassen, auf was wir draufhauen. Wir haben gerade einen Delfin getroffen. Nein! Luft! Oh, ist das mies, das Spiel. Oh Gott. Luft. Aber mal ziemlich dringend. Hallo. Oben links, oben links. Hier ist ein Akquisator. Hier ist ein Akquisator. Fahr dich zusammen. Okay, Instant-Luft. So, den können wir jetzt auch wegwerfen und dann uns in einem Radius bewegen. Aber wir haben trotzdem Schwimmanimationen in diesem Luftdings. Okay, jetzt können wir uns genauer umschauen. Aber ich glaube, dafür machen wir nochmal ein extra Video, wo wir uns wirklich nochmal genau das Ganze anschauen, weil es ein Labyrinth ist. Heißt es, es gibt noch viel, viel mehr zu tun, als nur dem Straightforward-Weg zu folgen. Aber ich würde das dann in einem extra Part machen. Ich gönne dem Ding sowieso noch einen kompletten dritten Part. Oh, Turtle! Hier geht's nicht weiter, yay! Aber. Hä, wie komme ich denn nach da oben? Hä? Ach doch, da! Hier hinten geht's runter. Und dann hier hinten nach rechts. Okay, ich hab's. Dann müssen wir hier was aktivieren. Nein, 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 nein. Ich gebe meinen Akquisator nicht ab, vergiss es. Oh, das ist ein Glastunnel. Ey, das sieht so schön aus, alles. Oh, diese Baby-Dinger sind schlimm. Also der DLC ist jetzt gerade der beste von allen. Er hat es geschafft, er hat gerade jetzt den Titel geholt. Wahnsinn. Gut, ob er ihn behält, ist wieder eine andere Sache. Am Schluss entscheide ich, dass er... Ich kann den Dreizack nicht nehmen, weil ich... ich bin der... Wieso sollten wir hier hin, wenn der Pfeil auf der anderen Seite ist? Ja, ich weiß, dass da eine Kiste war. Nein, ich hole die jetzt mal nicht, weil ich wüsste... Hä? Okay, wir müssen... Ah, wir müssen wahrscheinlich immer diese Sachen aktivieren oder so. Das kann sein. Okay, jetzt erstmal einfach nur nach unten. Warum sind da so blaue Linien? Doch, jetzt müssen wir nämlich hier rein. Ja, das macht schon Sinn. Ey, das sieht so gut aus.
Da haben wir nochmal eine Kriegsrobe. Ah, das ist dieses Leuchtfeuer. Das ist eine große Tür, was denn? Finde Leuchtfeuer 1. Es gibt... Oh, böse. Ganz, ganz böse. Das fällt runter, da wo wir gelaufen sind. Ganz böse hier. Und extremst viele über... Oh, sind das viele Gegner. Ey, geht alle weg. Okay, jetzt was Gutes, komm. Oh, wieder nur so Zeugs. Okay, und jetzt müssen wir auf die andere Seite und das auch noch aktivieren. Oh, wieder alles nach oben. Okay, aber es ist okay. Er ist verschüttet, der Zugang. Ja, wie kommen wir jetzt... Ach so, ganz... Ach so! Ah, das macht Sinn. Ja, ich versteh's. Das war einfach nur ein Teil, der zu ist. Wir sind aber durch einen anderen Teil reingekommen. Okay, 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 okay. Komm bitte. Ach so, da wo wir vorher bei der Kiste waren, da waren wir schon richtig. Nur ich, Depp, bin halt wieder zurückgelaufen. Dann können wir uns doch noch die Kiste anschauen in der Hoffnung, es ist eine Robe drin oder sowas. Irgendeine Rüstung, die halt gut ist. Ja! Aber halt ein, ja, was ist ein Standardding halt. Oh, ein Clownfisch. Tropenfisch. Ach, die heißt die Clownfisch. Fett. Nemo. Ich muss ja auch wieder unten lang. Okay. Zack, 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 zack. Er geht weg. Ich bin gleich schon wieder tot. Nee, geht weg. Hier auch. Du auch. So. Jetzt mal ganz kurz hier hinten durchatmen. So viel zu durchatmen. Bis die Heilung wieder aktiv ist, weil ich glaube wirklich, dass die Heilung ziemlich, ziemlich wichtig wird noch im Verlauf des Levels. Weil das scheint irgendwie schwerer DLC zu sein. Also schwerer als die anderen. Oh, ich hab vergessen. Ja. Ja, und da sind 10.000 Fische. Und ich würde da ganz gern durch. Oh, das ist auch cool mit diesem Gegenwind. Oh, da kommt aber sehr, sehr schwer voran. Ach wie, ich bin runtergefallen. Soll vorkommen oder was? Und ja, ich musste mich gerade heilen, weil das Runterfallen so viel Schaden gemacht hat. Okay, und schlagen geht auch nicht, weil beim Schlagen bleiben wir stehen, das lässt uns abtreiben. Okay, dann einfach laufen. Und auf den Weg achten. Weg! Na was? Das sind Kugelfische, die uns gerade... Wir sind vergiftet noch eine Sekunde. Gar keine Lust auf den Quatsch. Nicht überhaupt nicht. Da hinstellen und wegschießen. Essen zur Heilung. Weiterlaufen, weiterlaufen. Da vorne ist noch eine Goldkiste. Los, da muss was Gutes drin sein, Leute. Ihr müsst mit mir hoffen. Da sind zwei? Das kann nichts Gutes bedeuten. Ein Anker? Jetzt will ich gerne wissen, was der Anker macht. Ist eine Nahkampfwaffe. Okay, Leute. Let's go. Ja, das sieht ganz gut aus. Was muss ich jetzt machen? Hey, jetzt sag aber nicht, dass ich irgendwo 10 Kilometer weiter hinten eine Tür geöffnet habe.
Spiel! Das ist dann natürlich was. Zeit schinden, natürlich. Lauf von der einen Ecke in die andere. Um weiterzukommen. Sowas hier auch. Wir hätten doch die Tür einfach ganz vorne hinpacken können. Nee, nee, sonst ist das DLC zu kurz. Gut, das zieht halt ein paar Punkte ab. Da fand ich den Nether schon. An dem Punkt finde ich den Nether besser. Er hat wirklich nicht gestreckt. Das war straightforward durch. Ja, und jetzt? Ich habe kein Ziel. Doch. Da unten. Das für ein kurioser Bug. So, oder es geht einfach hier lang. Tauche tiefer ins Monument. Tiefer ins Monument. Ich seh's. Ich glaube, das ist ein Bug vom Spiel oder so, dass es nicht ganz gut funktioniert. Hä? Wurde mir angezeigt, ich soll da hoch. Ja, ich lauf da mal hin. Gut, das ist ein kleines bisschen... Ja, hier geht's weiter. Gut, okay. Das wurde einfach nur falsch angezeigt. Gut, dann war das ein kleiner Bug. Glücklich, dass der nicht jetzt irgendwie sonst was kaputt macht oder so. Aber ich fände schon besser, wenn es keine Bugs gäbe. Gut, aber das ist jetzt... Das ist... Abgesehen davon ist das DLC an sich sehr gut, außer in diesem eben, dass es streckt und der Bug... Ist ja nicht eingeplant, der wird safe noch weggemacht. Da bin ich mir sicher, also ich hoffe es. Ich hoffe es. Mojang, bitte. Ich warte, bis ich heilen kann. Weil irgendwie so sicher ist sicher und so, ihr wisst es. Das ist, ja, wie viel Smaragde habe ich? 14.000. 467. Ich bin reich, Leute. Gut. Wir laufen da jetzt. Nee, komm. Hallo? Irgendwie finde ich diese Laserstrahlen nicht ganz so toll. Bestes DLC ever. Wir fallen noch weiter runter. Wir haben das Spiel ausgetrickst. Gut, ich glaube, wir sollen wirklich weiter runter. Aber da vorne sieht es nach einem Durchgang aus und ich gehe da auch mal kurz rein. Es ist einfach nur die andere Seite hiervon. Das ist doch. Also, das ist mies. Alles cool. Okay, Geschwindigkeit ist unter Wasser immer sehr gut. Was sind das denn? Harpunenarmbrust? Ey, das sind ja voll die neuen Gegenstände im Spiel. Wie cool. Und vor allen Dingen auch noch so spezifische. Ja, den Anker, genau. Das Ding kann ich nicht aufheben. Wo muss ich hin? Ich lauf einfach mal da lang. Okay, los geht's. Hui! Ja, das war richtig. Schätze ich. Sieht nach Boss-Ebene aus. Finde das Versteck der Kreatur. Total unauffällig, das große Auge da hinten, gell? Das bin ich auch. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich muss auf jeden Fall da durchkommen. Das heißt, ich muss diesen Raid erstmal überleben. Okay.
also mit dem Schwert sind wir echt gut unterwegs. Die sind, also die, alle Gegner sind an sich mit einem Schlag weg. Gut, die schweren Gegner jetzt nicht. Es ist total unauffällig, dieses Auge da hinten, gell? Ich glaube, wir müssen hier. Oh. Wir müssen irgendwelche Knöpfe drücken, wahrscheinlich, um es freizuschalten. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Nein! Was? Hallo, hallo, ich bin noch nicht so weit. Hallo, 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 hallo. Nee, nee, nicht schießen. Okay, Geschwindigkeit. Also, Geschwindigkeit ist echt gut. Habe ich mich jemals dazu geäußert, wie schwer dieses Level ist? Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich habe nichts mehr. Ich bin gleich tot. Ey, hallo. Ich bin gleich tot. Spiel. Nee, geh weg. Ich bin gleich tot. Ja, essen. Okay, 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 ich habe Heilung. Ich nehme aber die kleinere Heilung. Wo muss ich denn hin? Nach da oben links bei den FPS-Zahlen steht's. Oh, warum habe ich so wenig FPS? Warum schwankt das so? Auf die Muschel. Hui. Hui. Zack. Also gegen den Trank der Geschwindigkeit hätte ich nichts, vor allen Dingen jetzt nicht hier. Ey, das ist krass. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Ich hoffe nicht, dass man das zweimal machen muss, weil das ist echt Levelstrecke. Wenn man das jetzt einmal machen muss, ist okay. Aber zweimal, wo man sich so weit vorarbeiten muss, das ist einfach nur Levelstreckung, das ist, ja. Es gibt ultra die Minuspunkte dann. Nur damit ihr es wisst, Mojang, ja? Hui! Okay, aber das mit dem Hüpfen ist halt schon cool. Doch, das fühle ich. Hui! Gut, ich glaube, es ist nur... Es gibt noch mal eine extra Animation dafür. Im Übergang eine Anima. Oh mein Gott, geh doch weg! Oh, wobei, wenn ich meine Seelen nicht aufbrauchen sollte. Nee, 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 nee. Oh, der kann Minions spawnen. Okay. Ja, und schlecht ist er jetzt auch nicht gerade. Ey, das ist krass, was der macht. Ich treffe den nicht. Ey, der hat auch noch Dorn drauf. Ich will nur den großen. Okay. Den kriege ich auch so hin, glaube ich. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Ich bin gleich tot, ja, ich habe es mitbekommen. Ey, das ist... Ja, Spooky! Los! Gut, dass der jetzt nicht immer Dorn hat, ist schon mal was Positives. Aber der ist ja trotzdem unmöglich schwer. Okay, er ist down, der ist so gut wie down. Was sind das denn für Teile? Oh, die explodieren, okay. Nicht so schwer. Spooky, du bist der Beste. Noch nie ein so soziales Lama gesehen wie dich. Geh kaputt. Na
Hallo? Wieso treffe ich denn den nicht? Das ist so unfair. Komm schon, komm schon, komm schon. Ultra innovativer Bosskampf. Mit extra Cutscene nur für den Boss. Der Boss hat gute Angriffsmuster, macht extremst viel Schaden. Top. Top. DLC. Acht von zehn. Mich stört es schon immens, dass ich den... Als der Einfluss des Splitters fortgewaschen wird, kehrt wieder Friede ein in die Weiten des Ozeans. Was mich schon immens stört, ist, dass wenn ich den Akquisator habe, keine Pfeile schießen kann. Und dass die anderen so viele Schaden machen. Aber sonst... Top Game. Wahnsinn. Super duper gutes DLC. Ich weiß, beim Howling Peaks fehlt uns noch der Dings. Aber... unsere Bienen. Level 73er Bienen. Ey, das ist der Wahnsinn. So, unsere Bienen erstmal ausrüsten. Instead of... das da. Stattdessen geben wir das jetzt beim Schmied ab. Wahnsinn. Also wirklich... Gut, ich werde das hier bestimmt nicht benutzen. Genauso wenig wie einen dieser Anker. Aber die Anker sind vergleichbar mit den Hammern. Hämmern. Wie auch immer man das jetzt ausspricht. Ey, also... vom Niveau her... hier. Warte, da geht's weg. Hier. Hier. Nur noch ein Stück höher. Also halt das mit diesem Akquisator, dass man da keine Pfeile schießen kann. Okay, man hat unendlich Luft dafür, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Habe ich an sich nichts gegen. Aber dass man komplett eingeschränkt ist, ist halt so, ja, okay. Was auch noch ein Programmierfehler war, vermutlich ist, dass wenn man diese Luftblase vom Akquisator hat, falls es überhaupt eine Luftblase ist, falls ich was Falsches sage, dann ist es 9 von 10. Wenn ich recht habe, dann 8 von 10. Dass man trotzdem schwimmt in diesem Circle rundherum. Gut, für manche Passagen hat man das jetzt halt auch gebraucht, klar. Aber, ja. Finde ich, in zwei Parts haben wir das geschafft. Ist gut, ja. Ist gut. Haben wir Tagesmission. Und jetzt hier. Finde den Geheimort im Korallenkamm. Hier, ich werde danach suchen. Wir werden das nochmal schön durchgehen, das Level. Und hier sieht es nach Lava und Feuer aus. Das ist auch immer cool. So Unterwasservulkane und sowas. Das gefällt mir. Es passt einfach zusammen. Feuer, Wasser. Allein dieses, wenn man das so gegenübersteckt, gefällt mir. Also, 8 von 10 hat dieses DLC. Wenn das Nether End, nicht Nether, oh, das End DLC, was jetzt auch noch kommen soll, auch, wenn das auch so gut wird wie das, ich glaube, Minecraft Dungeons kriegt auf jeden Fall noch mehr Leute, die spielen wollen. Gut, Leute, die jetzt Minecraft spielen, weiß nicht, ob die jetzt so einen Gefallen daran finden an dem Spiel. Weil es ist halt kein Minecraft. In Minecraft geht es darum, Sachen zu bauen, nicht wirklich jetzt um irgendwelche Gegner zu bekämpfen, klar. Aber als Abwechslung hat Mojang in der Zusammenarbeit mit Microsoft echt ein wunderbares Spiel aufgestellt. Ich verabschiede mich dann nach 30 Minuten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und diese Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Das heißt, ihr seid immer die Ersten, die sich das Video anschauen. Und so verpasst ihr auch nichts mehr, falls ihr noch mehr von meinem Content sehen wollt. Wir sehen uns innerhalb von 2 bis 3 Tagen wieder. Bis dann, Leute. Tschüssi!